Liebe Bürgerinnen und Bürger von Los Angeles, Berlin grüßt seine Partnerstadt Los Angeles. Ich freue mich, dass Los Angeles aus Anlass des 9. November 1989, als die Mauer in Berlin fiel, selber diesem historischen Ereignis gedenkt. Am 9. November 1989 ist dank der friedlichen Revolution der Menschen die Mauer gefallen. Die widernatürliche Trennung zwischen den beiden Stadthälften, zwischen den beiden Deutschlands, hat damit ein Ende gefunden. Wir sind dankbar, dass dies gelungen ist, dass die Konfrontation der beiden Mächte beendet worden ist. Wir freuen uns, dass die Amerikanerinnen und die Amerikaner sichere Partner waren in dem Kampf für Freiheit, für Demokratie. Wir werden den Einsatz Amerikas in Zeiten der Blockade der Stadt nicht vergessen. Die Luftbrücke, wo amerikanische Soldaten ihr Leben gelassen haben für die Freiheit Berlins. In Solidarität stand das amerikanische Volk immer an der Seite der Westberlinerinnen und hat damit die Freiheit garantiert, aber auch Hoffnung gegeben für die Freiheit der Menschen in Ostberlin. Der 9. November ist der glücklichste Tag in der Geschichte Berlins, der 9. November 1989. Und wir freuen uns, dass Los Angeles durch ein Projekt, ein Mauerprojekt, an diesen historischen Tag erinnert. In this spirit, I hope the Wall Project will get lots of well-deserved attention. I would like to thank Los Angeles, the Venom Museum, the LA Berlin Sister Committee, and all the other partners and sponsors. We greatly appreciate their commitment to this anniversary year and to our city partnership as a whole. We are looking forward to more of the same productive cooperation with Los Angeles and to many inspiring encounters between the people of our two cities.